Abseits Calling, dritte Folge. Heute ist unser Gesprächspartner der Alex Huber, Sportjournalist beim Kurier, langjähriger Partner. Hallo Alex, schön, dass wir skypen können. Hallo Dani, schön, dass es auch technisch funktioniert. Du hast da mehr Erfahrung, aber ich glaube, wir werden es hinkriegen. Alles nicht so wild. Alex, wichtigste Frage: Alle gesund? Wie geht's da? Wie geht's der Familie? Ja, danke. Alle gesund, auch in der Familie. Ja, persönlich, also ich habe mir jetzt vor kurzem überlegt, dass ich einen Tag vor meinem letzten Fußballspiel, das war Manchester United beim LASK, dann das letzte Mal bei meinem Großvater war, den seither halt im Heim nicht mehr besuchen habe dürfen. Das ist schon jetzt eine lange Zeit und irgendwie auch heftig, aber ja, das Wichtigste ist, wir sind gesund und es geht so weit und Homeoffice hat halt gewisse Herausforderungen, aber das geht schon. Was hat sich konkret geändert für dich in deinem Beruf jetzt als Sportjournalist in den letzten Wochen? Also was uns, glaube ich, beim Kurier im Sport auszeichnet, ist, dass wir wirklich möglichst viele Informationen teilen und dieses ständige Austauschen, Zusammensitzen, Reden, das geht natürlich schon ab. Ich hoffe, dass wir trotzdem Infos und Unterhaltung liefern. Wir haben halt verschiedene Channels über WhatsApp und Anrufe und Mails und Microsoft Teams und was halt so gibt, um uns auszutauschen. Aber das ist schon ein großer Unterschied, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen. Es ist ein Kollege meistens im Büro, der halt das irgendwie organisiert und mit der Chefredaktion bespricht. Aber im Grunde arbeiten wir halt mehr als Solisten von zu Hause. Und das ist für mich der größte Unterschied, dass man diesen Austausch, was hast du gehört, wie schätzt du das ein? Wen könnte man dazu nur befragen? Auch sozusagen dieses Fehler minimieren. Das ist natürlich alleine zu Hause viel schwieriger als in einer Redaktionsgemeinschaft, wo halt Leute zusammensitzen, die halt manchmal auch blödeln, aber im Grunde halt auch viel, viel Wissen teilen und sich auch gegenseitig helfen bei den Geschichten. Das ist jetzt natürlich viel komplizierter und eingeschränkter. Und ja, dadurch, dass wir auch Kurzarbeit haben, über das können wir gerne auch noch reden, ist halt alles ein bisschen ungewohnt. Und ansonsten, wenn du quasi mit offiziellen, beispielsweise jetzt eben bei Rapid, wo du am meisten berichtest, sprichst, hat sich da groß was geändert oder bist du eigentlich mit allen genauso stark im telefonischen Kontakt, wie es das sonst auch bist? Also der größte Unterschied für mich, außer dass ich halt jetzt nicht bei Fußballspielen bin und davon berichte, ist eigentlich, dass ich auch nicht beim Training bin. Das ist ja nicht erlaubt und das will ich natürlich auch nicht irgendwie gefährden. Also ich versuche das auch gar nicht, dass ich da jetzt irgendwo über einen Zaun drüber schaue oder so. Das geht mir schon ab und das ist eigentlich auch immer eine wichtige Quelle gewesen, um zu schauen, was los ist. Dann ganz gut erkennen können, glaube ich, wer sich aufdrängt, wie sich bei den Jungen was tut, wo der Trainer vielleicht einmal mehr schimpft, wo er mehr lobt. Also das ist komplett weg. Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, wer sich da im Einzeltraining oder im Kleingruppentraining hervortut oder wer damit Probleme hat. Weiß ich ganz ehrlich gesagt momentan nicht. Der restliche Austausch ist gar nicht so viel anders. Also mit den Offiziellen, mit der Pressestelle. Wir telefonieren halt, wir schreiben uns Nachrichten. Ich frage offiziell an, können wir irgendwas wissen? Ich habe da was gehört, ich würde gerne ein offizielles Statement haben. Das hat sich nicht so viel verändert, aber dieses nicht von der Seite zuzuschauen oder nicht zu sehen, was sportlich passiert, das geht mir schon ab und das ist halt momentan überhaupt nicht möglich. Bin ich schon sehr gespannt, wenn dann das Mannschaftstraining erlaubt wird, was im Mai soweit sein sollte, ob man dann vielleicht mit einem gewissen Sicherheitsabstand auch wieder mal zuschauen könnte. Das würde ich mir natürlich wünschen, aber ja, die Gesundheit geht vor. Also wenn es nicht erlaubt ist, dann ist es halt nicht erlaubt. Dann ist es so. Und in dem Fall würden dann die ersten Geisterspiele ziemliche Wundertüten für uns alle werden. Also sowohl für dich als auch für mich als Analytiker. Ja. Womit wir schon beim Thema Geisterspiele sind. Ich habe das letzte Mal eben mit dem Martin Bruckner so ein Skype-Telefonat geführt. Hat man doch herausgehört, dass das eben auf sehr lange Sicht natürlich nicht zu backen ist für viele bis alle Vereine, dass man eben nicht vor Publikum spielt. Jetzt schaut es aber doch irgendwie so danach aus, als würde man sich einigen können und dass man halt so irgendwo an der Grenze von Mai bis Juni, sagen wir mal, womöglich wieder spielen kann. Wie erlebst du das Ganze?
Hast du irgendwie eine besondere Meinung dazu? Ob das hättest du jetzt gesagt, zum Beispiel auch, na, eigentlich kann man es abbrechen nach 22 Runden im Idealfall, oder siehst du das schon als Notwendigkeit jetzt für die Bundesliga? Also ich würde da für mich das Emotionale und das Rationale trennen. Emotional sehe ich so ähnlich wie den Roman Horak, den ich letzte Woche interviewt habe, also ein jahrzehntelanger Rapid-Abonnent, ein Uniprofessor mit ein bisschen Blick fürs Ganze, der beschrieben hat, wie schlimm das werden wird und dass halt sehr viel, was den Fußball ausmacht, bei einem Geisterspiel wegfällt. Und das wird auch so sein. Und ich habe drei Geisterspiele in den letzten 10 Jahren erlebt. Rapid Admira nach dem legendären Platzsturm mit Admira-Trainer und Kübauer und den Spielern Schwab und Dibon, lustigerweise. Dann Rapid Rosenborg im Prater, was glaube ich das Allerschlimmste war, weil halt der Prater so groß ist und weil es so jämmerlich war und das Spiel auch nicht gut war. Und als letztes, eben, was ich vorher kurz angesprochen habe, LASK Manchester United, wo Manchester United eigentlich ziemlich beeindruckend gut gespielt hat angesichts der Umstände. Also die haben das scheinbar sehr gut ausblenden können. Der LASK hat sich da viel schwerer, meiner Meinung nach, getan, das, was das verändert, das rundherum, wenn das wegfällt. Wahrscheinlich, weil sie sich ja irgendwie emotional sozusagen auf das Spiel ihres Lebens eingestellt haben und dann haben sie 2 Tage vorher erfahren, es wird ohne Zuschauer sein. Also ich glaube, wie die Spieler damit umgehen, dass da jetzt niemand zuschaut, das ist ein bisschen, wie der Juri Garic zu uns gesagt hat, jetzt wie ein Beleg abläuft, das wird auch die Ergebnisse beeinflussen. Und es wird schon Auswirkungen haben. Speziell so Spiele, wie es manchmal in Hütteldorf ist, wo es richtig zugeht, das fällt weg und es wird dann auch den Rhythmus der Spiele verändern. Und da ist wirklich vieles, wo man Kritik üben kann und sagen kann, eigentlich macht es wenig Sinn. Andererseits, und das ist, glaube ich, der momentan ganz wichtige Punkt, wenn man es rational beurteilt, kommt man fast nicht dran vorbei, dass man es zumindest versucht, weil es da auch um Schadenersatzforderungen geht. Also jetzt nur als Beispiel, wenn die Saison abgebrochen werden würde, dann kann man natürlich als Kunde, und viele Rapid-Fans sehen das jetzt anders und sagen, sie sind keine Kunden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen VIP-Gast denke, der könnte dann natürlich für einen gewissen Teil des Jahresabos sagen, okay, die Spiele haben nicht stattgefunden. Ich fordere ein Drittel des doch teuren Preises zurück. Wenn die Spiele aber stattfinden und Rapid darf ohne eigenes Verschulden keine Leute reinlassen, dann ist es, und da kommen wir jetzt in den juristischen Bereich, wahrscheinlich so, dass Rapid nichts dafür kann und auch nichts zurückzahlen muss. Und das macht gerade bei Rapid mit den vielen tausenden Abonnenten einen sehr großen Betrag aus, der natürlich, man nimmt das Geld von Jahresabos im Juli ein, der ist im März schon längst ausgegeben. Und so wie ich das beurteile bei der Austria, ist es noch schlimmer, weil die überhaupt generell halt mit Geld heuer sehr knapp sind. Und bei vielen anderen Vereinen, die momentan gar nicht so jetzt viel groß drüber reden, ist es auch wichtig, dass weitergespielt wird. Also der wirtschaftliche, der rationale Teil sagt, versucht es. Emotional wird es wahrscheinlich enttäuschend werden. Weil du jetzt gemeint hast mit Rapid im Speziellen, dass bei Rapid halt dieser Heimvorteil wegfällt. Man hat teilweise eigentlich so lang, wie wir schon reden, über das sogenannte Mentalitätsproblem, das jetzt eh auch ein bisschen kippt, sage ich einmal. Also Rapid ist in der laufenden Saison halt schon ein bisschen anders aufgetreten, was das Kämpferische betrifft. Aber irgendwie hat man sehr häufig den Eindruck gehabt, dass die Fans und die Erwartungshaltung der Fans im Weststadion die Mannschaft teilweise fast ein bisschen blockieren. Und womöglich schlägt es sogar in ein anderes Extrem um, dass man vielleicht gerade als Rapid ein bisschen befreiter ist. Boah, also das wäre jetzt schon über viele Banden gedacht. Ich habe den Eindruck, dass bei, sagen wir mal, von 9 von den 11 Auswärtsspielen ja trotzdem die Rapid-Fans die lauteren sind. Also, und das fällt ja auch weg. Also es gibt ja dann auswärts auch niemanden, der die Mannschaft nach vorne peitscht. Der Spielstil ist vielleicht heuer eher
der einer Auswärtsmannschaft. Also mit den schnellen Angriffen und mit den Passes auf Taxi Funtas spielt Rapid stärker, wie man klassisch sagen würde, eine Auswärtsmannschaft tritt auf. Das erklärt vielleicht auch die vielen Punkte auswärts. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Rapid wirtschaftlich und auch emotional der am stärksten betroffene Verein ist, wenn über längere Sicht keine Fans rein dürfen. Auch eine Aussage von Martin Bruckner war eben, dass das hauptsächlich eben die Vereine stark trifft mit den meisten Fans. Glaubst du, dass sie das die Auswirkungen für die Vereine, dass sie das jetzt im Endeffekt die Waage hält insgesamt über die Bundesliga betrachtet, dass quasi diejenigen, die sowieso geringere Kosten haben und weniger Fans, sage ich einmal, dass die dann auch irgendwie besser durch das Ganze durch oder gleich durchkommen, quasi wie jetzt zum Beispiel Rapid, das sehr hohe Kosten hat und eben auch sehr viele Fanannahmen? Oder glaubst du, dass es wirklich klassische Verlierer und auch ein paar gibt, die eben sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht so wild, wenn man jetzt. Also Gesetz des Falles natürlich, dass wir jetzt nicht bis ins Jahr 2021 Geisterspiele haben werden. Also glaubst du, dass das Ja. ausgeglichen ist quasi oder gibt es echte Verlierer? Echte Verlierer sind die Vereine, die relativ hohe Gehaltskosten haben und einiges an Zuschauereinnahmen verlieren. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an VIP-Einnahmen. Viele von den klassischen Fans hören das nicht so gern, aber die VIP-Einnahmen sind natürlich schon ein großer Faktor, gerade wenn man ein neues Stadion hat, wo das viel ein ausmacht. Also wenn das wegfällt, wenn man jetzt zum Beispiel keine VIP-Karten für die kommende Saison, kein Abo verkaufen kann, weil man nicht weiß, wann die überhaupt rein dürfen, das ist dann schon ein richtig großer Brocken. Und bei den Gehältern ist es so, es gibt ja diese Höchstbemessungsgrundlage. Also wenn man ein normales Einkommen hat, dann Hallo. Doch, doch, der schaut gerade rein. Wenn man normales Einkommen hat, dann übernimmt ja in der Krise der Staat einen relativ großen Anteil. Zum Beispiel, wenn man jetzt über die Vereine Kurzarbeit angemeldet hat. Bei den Fußballern ist es aber speziell bei den größer aufgestellten Vereinen so, dass die Gehälter in der Regel drüber liegen. Also das ist ungefähr bei, ich glaube, 5.700 Euro brutto, das Fixum. Bis dorthin wird bei der Kurzarbeit was übernommen und alles, was drüber ist, muss der Verein trotzdem weiter bezahlen. Das heißt, ein Spieler, und das ist bei Salzburg, Austria, Rapid, Sturm, mittlerweile auch LASK so in der Regel so, sehr, sehr viele im Kader sind da wesentlich drüber angesiedelt. Das heißt, auch wenn es keine Einnahmen gibt, muss der Betrag, der über diese 5.700 drüber ist, voll vom Verein gezahlt werden. Außer man einigt sich auf einen zusätzlichen Verzicht. Das ist jetzt zum Beispiel bei Rapid gelungen. Da geht es dann halt noch einmal um ungefähr 15% extra. Deckt aber auch nicht alles ab. Das heißt, die richtig guten, teuren Spieler bekommen 80% ihres Gehalts. Und man darf jetzt aber nicht den Fehler machen, so wie beim normalen Gehalt und Anführungszeichen, wie ich es jetzt beziehe, dass ich sage, okay, das ist jetzt in dieser Corona-Kurzarbeit gedeckt, weil es halt einen großen Teil drüber gibt, den der Verein trotzdem zahlen muss. Und da ist jetzt die Frage, wo kommt das Geld her? Die Vereine knappern da halt sozusagen ihre Liquidität an, das, was noch da ist. Und das geht für eine Zeit. Ich nehme an, dass es bei den meisten Vereinen auch bis zum Sommer geht. Aber wenn man dann im Sommer keine geplanten Einnahmen hat, wenn man keine Abos verkaufen kann, dann wird es richtig schlimm. Also ich glaube, dass dann die Liga in dieser Form nicht zum Fortsetzen wäre, wenn das wirklich über viele Monate geht. Wenn absehbar ist im Sommer, wir werden irgendwann wieder starten, aber es ist mit Geisterspielen, ihr braucht jetzt keine Abos verkaufen, ihr braucht keine Tageskarten verkaufen, dann wird es richtig, richtig schlimm und dann muss man wahrscheinlich auch als Verein überlegen, ob man nicht manche Spielerverträge einfach kündigt und sagt, entweder ihr verzichtet auf ganz viel oder wir kündigen euch, ihr seid dann halt vielleicht ablösefrei, aber es geht einfach sonst nicht mehr, sonst sind wir nicht mehr liquide und dann ist es aus.
Das heißt, da könnten dann richtig heftige Entscheidungen anstehen und darum wird jetzt versucht, halt möglichst viel nur reinzukriegen, auch über das TV-Geld, dass man mal über den Sommer kommt und dann ist die Hoffnung da, dass es besser wird. Wenn es dann immer noch nicht besser wird, dann sehe ich schwarz. Das heißt, eigentlich sind die größeren Vereine eigentlich auch die größeren Verlierer. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann eben die, sagen wir mal, die untere Hälfte der Bundesliga jetzt nimmt, die haben ja wahrscheinlich anders gepolte Probleme dann in dieser ganzen Lage und werden womöglich ihre, sagen wir mal, Top-Verdiener, Top-Spieler vielleicht auch nicht ganz so einfach halten können, wenn das jetzt noch sehr lange dauert. Was hat das für Auswirkungen auf, ich sage mal, im Allgemeinen Verträge und auf den Transfermarkt? Weil irgendwie fühlt sich schon so an für mich, dass, was auch international immer wieder ein Thema ist, dass diese Wahnsinnsgehälter, Wahnsinnsablösen, Wahnsinnsmarktwerte eventuell ein bisschen fallen werden. Aber auch, dass trotzdem die Schere zwischen Arm und Reich im Fußball doch noch stärker auseinandergehen könnte mit der ganzen Situation. Ja, also ich glaube, dass die Ablösen dramatisch sinken werden. Was jetzt, wenn wir jetzt beim Beispiel Rapid bleiben, auch natürlich eine mögliche Einnahmequelle verkleinert. Weil früher hat man halt gesagt, in der Not, wir stehen nicht gut da, jetzt verkaufen wir halt auch zwei von den besten Spielern, dann kommen ein paar Millionen rein. Das wird schwierig sein im Sommer. Also wer zahlt jetzt für Spieler, die man vielleicht vorher für 4, 5 Millionen verkauft hätte, jetzt nur 2 Millionen? Wenig bis gar keine Vereine. Also der Einnahmensektor wird massiv zusammenbrechen. Ich habe auch von Spielerberatern gehört, dass sie momentan damit rechnen, dass sie überhaupt keine Transfers, keine Geschäfte machen, dass überhaupt keine Spieler mit Ablösen wechseln in Österreich oder raus aus Österreich. Das könnte dann, wenn irgendwo eine Besserung in Sicht ist, wieder sich schlagartig ändern, weil dann auch die Vereine sagen, okay, jetzt gehen wir ins Risiko, jetzt holen wir uns einen guten Spieler. Aber solange die Vereine nicht wissen, wie lange das so weitergeht, wird es da kaum jemanden geben, der sagt, wir geben Millionen aus für einen Spieler, den man vielleicht eh nicht unbedingt braucht. Weil oft sind ja diese Spieler, gerade die man aus Österreich kauft, ein Versprechen für die Zukunft und nicht unbedingt eine unmittelbare Verstärkung. Und gerade diese ganzen Risikoausgaben, die macht momentan keiner. Man muss denken, wenn das eine GmbH ist oder wenn da ein Vorstand persönlich haftet, würdest du jetzt ein Talent um ein 19-Jähriges um 3 Millionen kaufen, wenn du nicht sicher bist, dass du zu Weihnachten nur die Gehälter zahlen kannst? Also ich glaube, dass da ganz viel wegbrechen wird. Und die Gehälter, die jetzt schon abgeschlossen sind, da hat mir ein Sportjurist gesagt, das wird auch noch sehr spannend, wenn die Vereine draufkommen, dass sie das nicht mehr ausgeht, dann kann man es einerseits einfach also die Verträge beenden, dass man sagt, okay, du bist ablösefrei, wir zahlen dich nicht mehr, dann landet es vielleicht vor Gericht. Oder, da ist dann vielleicht auch die Spielergewerkschaft gefragt, eine Variante wäre, dass man dann wirklich sagt, okay, wir müssen alle runter mit den Kosten. Es gibt im ganzen Verein einen Schnitt um, sagen wir mal, -20%. Dafür werden wir eure Verträge weiter einhalten. Aber das ist halt, es redet sich leicht, also ja, da müssen halt die Kosten sinken. Wenn ein Spieler einen laufenden Vertrag hat bis 2023, ist es nicht so einfach, dass man im Sommer 2020 sagt, du kriegst jetzt Fixum statt 15.000 Euro fix, nur noch 10.000 Euro fix. Da wollen sie wahrscheinlich im Gegenzug etwas dafür. Also auf die Vereine kommen wirklich schwierige Zeiten zu, wo man dann wahrscheinlich auch ungewöhnliche Lösungen sich überlegen muss. Aber eben Thema Schere Arm und Reich, genau das spielt ja dann eigentlich wiederum so jemanden wie Salzburg in die Karten. Wenn alle anderen irgendwie krachen oder Probleme haben, dann können die sich dann eigentlich die Top-Talente der Liga, sage ich einmal, oder vielleicht auch aus umliegenden Ländern eigentlich wesentlich günstiger noch kaufen, womöglich, wenn man eben das Kapital dazu hat. Und ich schätze einmal, das wird auch im internationalen Vergleich so der Fall sein, dass das eben für die richtig Großen gar nicht so das ganz große Problem sein wird, oder? Ich glaube, dass für die richtig Großen später zum Problem wird, weil da eben einfach mehr so viel Gewinn mit Transfers gemacht haben, die können sie sicher noch lang über Wasser halten.
Und wenn Sie es darauf anlegen, könnten Sie jetzt sicher die Liga noch mehr dominieren, indem Sie halt Spieler woanders draus kaufen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Salzburg im Sommer so viele Spieler gut verkaufen kann, wie Sie wahrscheinlich ursprünglich geplant hätten. Also der eine oder andere Transfer, der wahrscheinlich schon recht weit war, wird vermutlich nicht mehr stattfinden, weil auch Vereine in anderen Ländern sagen, den 19-jährigen Salzburger kaufen wir jetzt lieber nicht, weil wer weiß, wie lange wir noch liquide sind. Schauen wir uns noch ein halbes Jahr an, vielleicht ist er nächstes Jahr noch billiger. Weil momentan brechen die Preise natürlich ganz, ganz massiv weg. Also ich glaube, diese Transfergerüchte, die man teilweise jetzt nur liest, international um zig Millionen, das kommt mir so vor, sind eher nur so die Infos vor einem Monat, die jetzt irgendwie mit Verspätung rauströpfeln. Aber dass jetzt jemand wirklich ernsthaft überlegt, zum Beispiel einen Spieler aus Österreich um eine zweistellige Millionensumme, wie es jetzt vor ein paar Monaten nur üblich war, rauszukaufen, bin ich mir nicht sicher, ob das noch im Sommer stattfinden wird. Also wenn, dann mit ganz anderen Preisen, als man jetzt vor einem Monat noch vermutet hätte. Und wesentlich größeres Problem ist es eben vermutlich auch für den Amateursport oder Amateurfußball im Speziellen. Wie siehst du die Sache momentan in der zweiten Liga, wo es ja doch ein bisschen so hin und her gibt zwischen den Vereinen? Also ich glaube, Blau-Weiß Linz hat dafür plädiert und der GAK, dass eben die Saison nicht fertig gespielt wird, weil eben Geisterspiele in der zweiten Liga überhaupt nicht rentabel sein sollen. Ja, und dann eben noch, wie man auch Beispiel Eberichsdorf schon gesehen haben, zum Beispiel, die jetzt sich freiwillig reamateurisieren und was kann man dort tun? Da wird man stark auf die Politik angewiesen sein, nehme ich an, ne? Die zweite Liga befürchtet wieder Desaster. Also, ich bin immer gern nach Ried gefahren. Das ist ein solide aufgestellter Verein mit einer Fanbasis. Die haben in die Infrastruktur investiert. Die haben einen guten Nachwuchs. Sind jetzt zweimal nicht, knapp nicht aufgestiegen. Heuer würden sie es wahrscheinlich schaffen. Und ich befürchte, dass die zweite Liga abgebrochen wird. Eben weil die Geisterspiele halt wirklich mangels TV-Vertrag fast gar nichts bringen. Wenn die jetzt noch eine Sky-Liga wären, wie es vor kurzem noch waren, wo Sky auch die zweite Liga live übertragen hat, dann würden sie sicher weiterspielen, weil dann wird da mehr Geld reinkommen und ich vermute mal, nachdem Österreich vielleicht eines der ersten Länder ist, wo man wieder spielen kann, die könnten vielleicht sogar die Rechte in andere Länder noch weiterverkaufen. Weil es hat jetzt sogar Zeitungen gegeben, wo weißrussische Liga wie wild geschaut wurde. Also ich glaube, dass die österreichische Bundesliga auch in vielen Ländern übertragen wird, wenn es wirklich sagen wir Ende Mai, Anfang Juni Spiele gibt, weil es wird sonst, abgesehen von Deutschland, in kaum einem anderen Land nur Spiele geben. Also da kommt sicher was an extra Geld rein. Aber die zweite Liga leider hat diesen Vertrag nicht mehr. Und es tut mir sehr leid um Ried, die werden dann auch klagen müssen, es müssen dann wahrscheinlich Gerichte klären, aber ich befürchte, die zweite Liga wird abgebrochen und kann dann wahrscheinlich in der Form, in einer so einer Mischform, wie es jetzt ist, Profiliga, Amateurliga, gar nicht weiter stattfinden. Das wird, befürchte fast, Richtung Amateurliga mit einzelnen Profis nächstes Jahr gehen. Anders werden sie es wahrscheinlich nicht leisten können. Naja, aber ich meine, das geht ja dann noch ewig weit hinunter, ne? Ich meine, wenn schon die zweite Liga vor so großen Problemen steht, wird es in den Regionalligen vermutlich jetzt auch nicht wesentlich einfacher werden und je weiter es runtergeht, desto schwieriger. Ich meine, das riecht für mich irgendwie nach einer Komplettreform, die da irgendwie notwendig ist, ne? Die uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Ich meine, wir haben immer irgendwie schon, oder ich zumindest habe halt immer gesagt, dass diese 16er Liga mit den 30 Spieltagen sehr problematisch sein kann, dass das Ganze wegen einem Coronavirus jetzt plötzlich so ernst wird, so schnell, das hat man natürlich auch nicht wissen können, aber vermutlich muss man ja komplett reformieren dann, wenn das Ganze vorbei ist, um eben irgendwie den Amateurfußball vielleicht auch zu retten, ne? Ich glaube, im Amateurfußball werden einfach die Aufwandsentschädigungen runtergehen. Das ist vielleicht eh schon länger an der Zeit gewesen. Also ich hab, selbst wie ich noch Fußball gespielt habe, mich teilweise schon gewundert, obwohl ich jetzt nicht so talentiert war und nebenbei studiert habe und nicht so viel Zeit gehabt, ich habe trotzdem immer Angebote gehabt, wo ich was verdienen kann. Das ist vielleicht eh nicht mehr zeitgemäß. Also, oder dass man dann halt aufsteigt in irgendeiner fünften oder sechsten Spielklasse, wenn man die drei besten Legionäre aus Tschechien hat in der Liga. Das ist vielleicht eh alles nicht so
erhaltenswert. Aber die zweite Liga, das ist echt ein Problem. Das ist eigentlich eine Profiliga, die aber eh teilweise schon mit Amateurspielern gefüllt wird, wo es jetzt keinen TV-Vertrag gibt, wo es vielleicht da auch im September keine Spiele gibt, wie jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt als positives Beispiel, die sie hochgearbeitet haben am Stetten, wo dann 1000 Leute kommen und in der Kantine einen Umsatz machen, wenn das wegfällt. Also wie die das dann machen sollen, als mit Profiverträgen, keine Ahnung. Ganz oben, dort wo viel TV-Geld gezahlt wird, dort wird halt der Fußballer zeitlang als Geister-TV-Spektakel weitergeführt werden können. Aber und ganz unten, ja, müssen nicht einfach die Aufwandsentschädigungen sinken, das ist auch okay. Aber so dazwischen, so zum Beispiel zweite Liga, wenn es länger geht, auch österreichische Bundesliga, weil da auch da das TV-Geld nicht so hoch ist. Also da habe ich jetzt auch keinen Lösungsansatz noch. Außer halt Hoffnung auf Impfstoff oder Medikamente oder das, weiß nicht, im Sommer das Virus in sich zusammenfällt, aber momentan schaut es da nicht gut aus. Weil du jetzt mehrfach eben die TV-Deals angesprochen hast, du hast einen Artikel veröffentlicht bezüglich der Möglichkeit, dass Bundesligaspiele auch im Free-TV verfügbar sein könnten. Da soll es Verhandlungen geben. Wie ist da dein Eindruck? Glaubst du, dass das im Rahmen des Möglichen ist und inwiefern könnte Sky da quasi mitspielen, die ja die Rechtebesitzer sind? Da wird gesprochen und es gibt halt von mehreren Seiten, vor allem vom ORF, Interesse daran, dass man da halt Sublizenzen erwirbt. Und die Argumentation ist halt so, es gibt momentan kaum Sport. Der Hunger nach Live-Sport ist groß. Und wenn es ein Produkt gibt wie die Bundesliga, könnten ja alle davon profitieren, wenn man es in mehreren Formen ausstrahlt. Und der ORF, wenn man jetzt die GIS-Zeit ist, halt, gilt halt dann als Free-TV und man könnte auch den Leuten, die jetzt nicht ins Stadion können, dann zumindest ein Spiel pro Runde vielleicht zeigen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das ausgeht, aber das Interesse am Fußball als TV-Sport ist auf jeden Fall sehr groß und könnte vielleicht sogar dazu führen, dass, weil es ja sonst kaum einen Sport gibt, der momentan übertragen wird, dass sogar die Wahrnehmung von Fußball und von der Bundesliga noch stärker wird und dass das den Umständen entsprechend sogar noch ein relativ großes Ding wird. Zeit ist ja wahrscheinlich noch genug, also man kann da noch länger verhandeln, aber ich schließe nicht aus, dass dann auch im ORF plötzlich wieder Live-Spiele Sonntagnachmittag, Samstagnachmittag, es wird für Sport sicher, würde da einiges freigeräumt werden im Programm, dass das wieder im Angebot sein wird. Hat allerdings parallel dazu auch gegeben die Aussendung von einigen Fankurven des Landes, die halt genau das angeprangert haben, dass eben, ich meine, gut, es geht jetzt eh nicht anders, ne, aber dass eben dieser Wechsel zu Fußball ist hauptsächlich ein Fernsehsport und wird nur dafür produziert, so auf die Art bevorsteht und haben da ihre Befürchtungen zum Ausdruck gebracht, sage ich einmal. Siehst du das prinzipiell so, dass das so eine Art Masterplan auch auf irgendeine Art und Weise jetzt sein kann? Oder ist es jetzt einfach krisenbedingt und kann man halt nicht anders machen? Oder besser noch, wird es nach der Krise auch wieder der Volkssport sein, der es einmal war? Der es gerade erst war. Ich habe das Schreiben gelesen und ich kann da sehr viele Kritikpunkte nachvollziehen und da ist vieles dabei, wenn man denkt, ja, da ist wirklich bei der Abzweigung die falsche Linie genommen worden. Man muss aber wahrscheinlich auch ganz offen sagen, wenn es jetzt nicht funktioniert, wenn es keine Geisterspiele gibt, dass für viele Fans, die das unterschrieben haben, die das unterstützen, dann auch ihr Verein halt nicht mehr existieren wird oder nicht in der Form. Und das dann halt auch mit dem Profifußball in Österreich ganz, ganz schlecht ausschaut. Also das ist momentan einfach eine schwierige Situation, wo man wahrscheinlich ja manche Ideale über Bord werfen muss. Aber für die lange Sicht wäre es wirklich, glaube ich, wichtig, dass man dann das nicht vergisst. Also dass wie wichtig das ist, auch ist, dass zum Beispiel, das fällt vielen Menschen jetzt erst auf, wie wichtig das in der Fußballwahrnehmung ist, dass da Leute sind, die singen, die eine Stimmung machen. Also dass das jetzt nicht irgendwie nur ein eingekauftes Beiwerk ist, sondern dass das auch
das Wahrnehmen von Fußball ausmacht. Und ich wäre sehr dafür, dass es da ein bisschen eine Änderung weg von diesem turbokapitalistischen Prinzip gibt und immer mehr und noch ein paar Millionen mehr verdienen und den Fußball noch mehr als Business sehen. Also wenn sich da was verändert, wäre ich sehr dafür. Jetzt momentan in dieser Situation wäre es, glaube ich, aber zu romantisch zu sagen, ja, jetzt beginnen wir wieder bei Null und wir wollen keine Geisterspiele, weil das ist nicht der Sport. Inhaltlich stimmt es, aber wenn es keine Geisterspiele gibt, dann befürchte ich, dass das dann auch für die österreichische Bundesliga in der Form war, dass dann einfach nicht mehr geht, dass dann vorbei ist, dass einen ziemlich weitgehenden Zusammenbruch geben würde. Die einzigen zwei Vereine, die man dann wirklich, glaube ich, über lange Sicht das durchstehen könnten, ist eh aus erwähnten Gründen Salzburg und auch der LASK, weil die halt eben gerade eine unglaubliche Europacup-Saison auch gespielt haben. Aber alle anderen wird es dann in ein paar Monaten spätestens richtig, richtig schlecht gehen. Und was ist das dann für eine Liga? Also es ist eine ganz eine schwere Situation. Und da wäre ich jetzt aber ein Schmerz dafür, dass man manche Prinzipien einmal beiseite lässt und sagt, okay, konsumieren wir die Geisterspiele im Fernsehen, aber schauen wir, dass nachher die Leute auch nicht drauf vergessen, wenn es dann wieder geht, dass die Fans eben mehr sind als zahlende Kunden. Sehr gutes Schlusswort nach sehr harten Themen und nach einer schwierigen Zukunft, die uns scheinbar jetzt in den nächsten Monaten bevorsteht. Vielen Dank, Alex. Danke auch für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass auch wenn es teilweise deprimierend ist, aber dass man zumindest vielleicht manche Sachen ein bisschen klarer sehen kann oder verstehen kann oder vielleicht dann auch noch mehr Lust auf Fußball wieder bekommt, wenn es dann hoffentlich bald losgeht. Ja, und außerdem hoffe ich, dass wir bald mal wieder auf einen Kaffee oder auf ein Bier gehen können, dann wird die Welt auch wieder einfacher ausschauen. Ja, vielen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Nochmal die Info mit dem Gutscheincode STAYATHOME im Abseits.at-Shop könnt ihr 20% Rabatt auf alles bekommen und uns damit auch ein bisschen in der Krise unterstützen. Danke im Voraus dafür. Nochmal danke, Alex, und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.